Was tut Berlin für die Nordfriesen? Am 22. September wird der Bundestag gewählt. Auch in Nordfriesland sind überall Wahlplakate zu sehen. Die Parteien geben sich Mühe, auch um die Nordfriesen. Besser gesagt um die friesische Volksgruppe in Schleswig-Holstein. Wir haben uns in Berlin umgesehen. Warum spielen die Minderheiten im Wahlkampf überhaupt eine Rolle? Es gibt natürlich gerade in Wahlkampfzeiten dort immer große Versprechungen, was die Bekundung von Unterstützung und so weiter angeht, was die traditionellen Minderheiten angeht, weil es eine interessante Wählergruppe ist. Eine interessante Wählergruppe, auch wenn es nicht gerade viele Wähler sind. Der Wahlkampf hat auch dafür gesorgt, dass die Friesen die finanziellen Mittel, die ihnen vom Kulturstaatsminister Niederrümelin versprochen worden waren, auch wirklich in voller Höhe erhalten. Von März bis August 2002 gab es eine Unsicherheit, ob die versprochenen 255.000 Euro wieder gekürzt würden. Doch eine Kürzung kurz vor der Wahl wäre für die Bundesregierung wohl zu peinlich gewesen. Die Konkurrenz der Parteien im Wahlkampf machte es für eine kleine Gruppe wie die Friesen etwas leichter. Auch wenn eine Partei mit großem Bezug zu den Minderheiten am 22. September nicht gewählt werden kann. Der SSW, die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen, ist von der sogenannten 5%-Hürde ausgenommen, auch bei Bundestagswahlen. Für ein Bundestagsmandat bräuchte der SSW etwa 40.000 bis 70.000 Stimmen. Die Chance war eigentlich ganz groß, dass wir eine Partei diskutiert. Die Chance war eigentlich recht groß. Das haben wir in der Partei auch diskutiert. Aber die Mehrheit wollte nicht kandidieren. Ich habe wie immer zur Minderheit gehört. Ich hätte gerne kandidiert, weil ich meine, dass man dann auch Einfluss nehmen kann. Nun müssen wir andere Wege finden, etwa ein Gremium, Lobbyarbeit oder Kontakte zu anderen Parteien. Das sind ja auch Wege, aber ich persönlich schließe nicht aus, dass der SSW irgendwann antritt. Wie zufrieden bist du mit der Entscheidung deiner Partei? Bist du enttäuscht? Ach, enttäuscht bin ich nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich auf der anderen Seite war. Ich wäre gerne angetreten, aber das ist Demokratie. Ist der SSW nicht überwiegend die Partei der dänischen Minderheit? Nein, würde ich nicht sagen. Es ist klar, dass das Hauptgewicht des SSW traditionell auf dem Dänischen liegt. Da wird auch viel Dänisch gesprochen. Aber das liegt auch daran, dass die meisten Friesen bisher nicht so politisch waren. Am 22. September kann auch Lars Harms nicht den SSW wählen. Welche andere Partei ist denn in Minderheitenfragen am dichtesten an den Positionen des SSW? Bei Positionen von der SSW. Das hört sich ja nach Wahlempfehlung an. Da bin ich sehr vorsichtig. Am liebsten würde ich natürlich das Original wählen. Das Original ist der SSW und nichts anderes. Original ist der SSW und nichts anderes. Daher würde ich nicht sagen, dass eine andere Partei besonders dicht am SSW dran ist. Das gibt es nicht. Wir sind wirklich einzigartig und wir sind auch die Besten. Wir sind wirklich einzigartig und wir sind auch der Beste. Dass sie die Besten sind, meinen natürlich alle Parteien. Wir haben zusätzlich zum SSW mit allen 5 Parteien gesprochen, die im Bundestag vertreten sind.